Oh, dieses scheiß Handy. Du kannst doch nicht einfach dein Handy wegwerfen. Schau dir doch an, wie viele wertvolle Rohstoffe da drin sind. Sieh mal, das alles. Zum Beispiel Aluminium, Titan, Kobalt, Silizium, Chrom, Gold, Zinn, Silber, Kupfer und Eisen. Und diese Stoffe können wir einschmelzen und sie durch die gewonnenen Elektroden wieder verwenden. Yay! Unsere Projektgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, den industriellen Kupfer-Recycling-Prozess anschaulich nachzustellen und zu erklären. Um ein Material, das aus verschiedenen Stoffen besteht, wie es bei elektronischen Abfällen der Fall ist, zu simulieren, schmelzten wir eine Verbindung aus Zinn, Zink, Kupfer und Eisen zu einer Legierung zusammen. Diese Metallverbindung nennt man auch Red Brass. Die gewonnene Kupferelektrode wird zusammen mit einem Graphitstab in eine Kupfersulfat-Schwefelsäure-Lösung gegeben und mit einer Solarzelle verbunden. Die Red Brass Elektrode fungiert als Anode, der Graphitstab als Kathode. An der Graphitkathode lagert sich das Kupfer, das durch die Elektrolyse aus der Red Brass Verbindung in Lösung gegangen ist, an. Auch die anderen Bestandteile der Red Brass Verbindung gehen zu Teilen in Lösung oder lagern sich am Boden ab. Mit verschiedenen Ionennachweisen können wir zeigen, dass sich die Bestandteile der Red Brass Verbindung voneinander getrennt haben und dass verschiedene Ionen im Elektrolyt vorliegen. Dies zeigt, dass man mit einer Kupfersulfat-Schwefelsäure-Elektrolyse Kupferverbindungen trennen und somit recyceln kann. Mit dem Molybdän-Blautest können wir Zinn-2-Ionen nachweisen. Molybdat-Lösung und Zinn-2-Ionen reagieren zu Molybdän-Blau und Zinnoxid. Die blaue Färbung des Molybdän-Blaus beweist somit das Vorhandensein von Zinn-2-Ionen. Indem wir Kalium-Thiocyanat zu einer Probe aus unserer Elektrolyseflüssigkeit geben, können wir Eisen-3-Ionen nachweisen. Kalium-Thiocyanat bildet in Verbindung mit Eisen-3-Ionen einen Komplex, der eine intensive Rotfärbung aufweist und auch unter dem Namen Theaterblut bekannt ist. Ionennachweise können wir auch mit Schnelltests durchführen, zum Beispiel wie hier zu sehen mit dem Nachweis auf Zink.